Ein herzliches Willkommen und Hallo zurück zu Let's Play Age of Conan. Weiter geht's mit der Halloween Questreihe. Das letzte Mal war stehen geblieben. Nee, das letzte Mal haben wir ja die Scha sollten wir die Sch haben wir ein mysteriöses Angebot gekriegt, sollten denn die Schafe da hochtreiben. Voll, heute bin ich heute irgendwie vollkommen raus. So. alles nochmal auf Anfang. So, also wir sollten die Schafe zur leerstehenden Hütte treiben, haben wir dann ein Angebot gekriegt, haben einen Wein getrunken, der uns vollkommen umgehauen hat und ja, scheinen jetzt ein Werwolf zu werden oder scheinen jetzt was auch immer, was hier vor sich geht. Auf jeden Fall haben wir eine Menge Werwölfe getötet schon und bevor ich hier mich noch weiter verhasple und weiter irgendwelchen Müll erzähle, geht's doch gleich mal direkt weiter. Ich brauche eure Hilfe. Warum versteckt ihr euch nicht mit den anderen? Ich brauche eure Hilfe. Einer der Werwölfe wütet unter den Flüchtlingen. Diese riesige Bestie bringt sie alle um. Ich wollte kämpfen, aber der Bastard hat mich von den Beinen geholt und gelacht. Ich werde helfen. Wo finde ich das Biest? Am Ende des Weges im Lager der Flüchtlinge. Beeilt euch, sonst ist niemand mehr dort, der sie retten könnte. Gut, dann werden wir mal den Flüchtlingen zu Hilfe eilen. Das müsste ja dann eigentlich hier sein, weil hier ist ja eigentlich das Lager der Flüchtlinge. Ja, Flüchtling. Ein Flüchtling und ein Werwolf. Schön. Und der Flüchtling steht da nur doof rum. Da braucht er sich nicht wundern, wenn er da auf den Sack kriegt. Also, oder ich bin hier nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Okay. Das war nicht das Lager der Flüchtlinge, oder? Aber eigentlich ist das das Flüchtlingslager. Hier ist das Flüchtlingslager. Aber... Ach ja, gut, mein Gott, so ein kleiner Boss hier. Der jetzt aber nicht sonderlich... atemberaubend ist und sonderlich was kann. Also da hättet ihr hier locker... Also, wäre da alle zusammen auf den raufgegangen, hätte er nicht wirklich eine Chance gehabt. Also, naja. Man hilft ja gerne, ne? Vielleicht droppt er wenigstens was Feines. So. Quest beendet. Nichts gedroppt. Tse. Na super. Ich muss jetzt wieder hoch zu ihm, ja. Glaube ich. Ich gehe mal hoch. Da, 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 da. Naja, dachte, da kommt jetzt irgendwas. Oh. Naja. Soll nicht immer so viel erwarten, ne? So, wir sprechen mal mit ihm hier. Auftrag erledigt, Quo ist die Bestie, ist tot. Dann stehen wir tief in eurer Schuld. Nehmt das, ist nicht viel, aber... Aber mehr können wir nicht geben. Jetzt geht. Es gibt noch andere, die heute Nacht eure Klinge bedürfen. Was haben wir da jetzt bekommen? Eine verdächtige Kiste. Okay. Und haufenweise EP und fast ein Level up. Schade. So, wir gucken mal rein. Was ist denn da alles drin? Was ist das? Gefährte Werwolf Rot. Cool. Was haben wir hier? Verwandlung lykanischer... Ach cool, da können wir uns selber in einen Werwolf verwandeln. Ein Umhang des gefürchteten Grafen, okay. Halloween PvP Bonbon. Plus 50 EP Modifikation, okay, nicht schlecht. Dieser Umhang, wie sieht der aus? Wir nehmen mal auf. Gehen wir ein bisschen zurück. Legen die mal als Pomp an. Ha! Ein bisschen dick, aber sonst? Nicht schlecht. So, neue Haustierfähigkeit gelernt. Schauen wir uns das Haustier mal an. Könnt ihr den Begleiter in diesem Gebiet nicht benutzen? Ah, schade. Geht wahrscheinlich nicht, weil jetzt in der Instanz sind, aber der Umhang, ne? Macht schon was her. Also. Nenn mich Van Helsing. Ah. So, komm her hier. Mit dem Umhang tankt sich natürlich gleich um einiges besser hier. Ja, hier so ein bisschen...
überproportioniert, aber nicht schlecht. Ich glaube, ich muss mal offscreen die Quest dann. Doch, vielleicht schaffe ich es ja noch. Stell 52. Was würde ich jetzt sagen? Genau, vielleicht schaffe ich es ja noch mit der Anijana noch Level 40 zu werden. Bis dahin und werde diese Quest nochmal offscreen machen. Und dann natürlich auch mir nochmal, um mir noch das ganze Zeug zu holen. So, neuer Kombo, sehen für ein Fest mal 3. Die hatten wir da, okay. Talentpunkte und Fähigkeitspunkte, wie immer. So, mal natürlich die Laufgeschwindigkeit erstmal um einiges erhöhen. Zack. Das Verstecken nehmen wir auch noch mit. So. Das dahin. So. Gut. Habe ich natürlich bei der Folge jetzt nicht auf die Uhr geguckt. Na toll. Ah gut, Skillpunkte mache ich nächstes Mal. Wie gesagt, das ist ja auch ähnlich der Let's Play-Charakter. So. Hier haben wir noch eine Quest. Die schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal hauen wir hier noch ein paar Werwölfe kaputt. So. Dass wir die gar nicht hier zu bunt treiben können, sondern hier gleich mal gezeigt bekommen, wer hier der Herr im Haus ist. Aber wo ist denn? Hier ist noch eine Quest. Da. Verängstigter Bauer. Jetzt ist die Stimme weg schon wieder. In der Dunkelheit. Ich war dort unten in der Dunkelheit. Was ist los mit euch, Mann? Ich sah Schrecken, etwas Böses, ist lauter in der Dunkelheit. Meiner Feldfrüchte, ich kann nicht sagen, was es war. Das Dorf wird von Werwölfen angegriffen. Vermutlich habt ihr einen von ihnen gesehen. Nein, es war etwas anderes. Kein Wolf, auch kein Tier oder Mensch. Ein Pflanzenwesen. Ein fleischgewordenes Gemüse. Ich sah es und rannte es davon. Ich glaube, ihr bildet euch das Eis in euren, aber ich gehe der Sache nach. Es ist dort unten in der Dunkelheit. Ich kann es hören, wie es durch meine Felder streift, wie ein dunkler Wind. Passt auf euch auf, sonst wird euch alles holen. Key? Eine mutierte Karotte anscheinend. So, oh, jetzt habe ich mich... Okay. Da rennt sogar der Werwolf weg. Ja. Jetzt hier so ein mutiertes Mega... Karottenwesen oder wie? Eine Killertomate? Hallo? Ja, wo denn? Hä? Wow! Hi, Witzka. Du bist, was bist du? Kürbisschrecken, okay. Erinnert so ein bisschen an Secret World. Soll wahrscheinlich auch beabsichtigt sein. Ah, den schaffen wir schon. Obwohl der ganz schön viel einsteckt. Wie ich es gerade mal mitkriege. Das ist nicht cool hier. Ihr seht ja, wie die Lebensleiste runtergeht. Der Kollege steckt ganz schön viel ein. Sind doch alles, natürlich alle kommen jetzt auf Abklingzeichen. So. Jetzt sind wir ein bisschen empfindlicher hier. So, komm. Boah, das ist ja ein... Boah, ist der hartnäckig. Puh! Der ist ja jetzt nicht wirklich besonders schwer, ne? Aber hartnäckig ohne Ende. Wirklich ja Bedrängnis komme ich jetzt hier nicht wirklich, aber... Wie gesagt, das ist halt hier so ein munteres Raufkloppen. Als wenn du mit einer Schere probierst, irgendwie Holz zu sägen. Ein bisschen zäh ist das Ganze jetzt hier. Ah, verdammt, jetzt habe ich mich bei den Kombos verdrückt. Aber er liegt. Hä? Noch nicht? Ach doch, plups. Hm. So, dann bin ich mal gespannt, was wir für diese legendäre Heldentat, wo sie noch in Jahren über uns Lieder singen werden, was wir dafür bekommen. Die Kreatur ist tot, was es auch immer war.
Ich habe es gesehen, ihr habt es getötet, was für eine Heldentat. Ich glaube nicht, dass ich dieses Land je wieder bestellen kann, wenn dort so dunkle Kreaturen existieren können. Wisst ihr, woher das Wesen kam? Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken. So. Ach, Entschuldigung. Irgendeine dunkle und geheime Welt, könnte ich mir vorstellen. Eine Welt, die wir nicht kennen. Eine geheime Welt? Ei, das muss wirklich ein schrecklicher Ort sein. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich fürchte die Wölfe nicht mehr, seit ich den Schatten dieses Wesens gesehen habe. Okay, danke nochmal, so eine mysteriöse Kiste. Ja, mit der geheimen Welt meint er natürlich das Secret World. Eine schöne Anspielung. Schön gemacht. So, was haben wir jetzt hier? Noch ein Werwolf Grau, den wir schon hatten? Nee. Und Umhang des armen Mannes. Okay. Das ist eine Zufallsbelohnung anscheinend. Der andere war rot. Achso, jetzt haben wir den grauen bekommen. Jetzt haben wir einen grauen und einen roten bekommen. Und nicht schlecht. So, wie sieht der Umhang des armen Mannes aus? Ein bisschen zerflattert, ne? Ich weiß nicht, sieht alles eigentlich nicht schlecht aus. Achso, sieht, finde ich, schon einen Ticken cooler aus. So. Aber es ist auch als Pomp, ne? Gut, ja. Wo müssen wir denn hin? Wenn ich das wüsste, wie lange ich das schon wieder aufnehme. Würde ich eigentlich am liebsten vorsichtshalber eine Aufnahmepause machen. Beziehungsweise hier ein... ich werde hier mal einen Cut setzen. Falls die Folge relativ lang ist, werde ich eine neue machen. Und falls jetzt nur 5 Minuten ging oder so, werde ich dann gleich wieder da sein. Bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge.